Platzseherwichte, es ist Zeit für meinen Auftritt. Aber ich frage mich, wieso Cammy Cooper mich wohl gerufen hat. Freunde, willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Euer Finsterheit, Cammy Cooper wird jeden Augenblick hier sein. Ich bitte um Vergebung, aber würdet ihr wohl so lange am Ende des Saales warten? Bist du ein Klappspaten? Gut, tja, hier ist der gute Bowser, nachdem wir im letzten Part mit Peach gespielt haben, die ja entführt wurde, und im letzten Part sich tatsächlich ausgezogen hat, um zu duschen. Und ja, bisschen crazy, schaut euch's einfach an. Ich hab mal gesehen, wie Bowser ein süßes Foto von Prinzessin Peach anhimmelte. Also, wie er das so anschaut, das aussah wie... euer Verschlagenheit. Was redest du da über mich? Ich heiz euch ein! Euer Unschlagbarkeit, ich trainiere jeden Tag hart für die große Welteroberung. Bitte denkt an mich, wenn es ernst wird. Sehr schön, vergesst mir dabei nur nicht die Arbeit. Okay. Wollen wir mal auf Cammy Cooper warten, ne? Lang lebe König Bowser! Euer Geradlinigkeit, bitte einfach geradeaus bis zum Ende des Saales. Und Cammy Cooper ist nicht etwa Carmack oder ein Magic Cooper, sondern ein Magic Cooper könnte vielleicht sogar hinkommen. Aber auf jeden Fall ist das hier Cammy Cooper. Seid mir gegrüßt, eure Schreckhaftigkeit. Langer Saal, ne? Verzeiht, dass ich euch habe warten lassen. Es war eine lange Reise. Cammy Cooper, du alte Hexe. Sag schnell, warum wolltest du mich sprechen? Bleibt bitte ganz ruhig, eure Rastlosigkeit. Also, unser Freund Mario wurde angeblich in Rohling gesehen, so hört man. Was? Was interessiert mich, was dieser Mario treibt? Und du wagst es mich wegen so einer Lappalie zu stören? Hört mir zu, Bowser. Man sagt, Mario ist auf der Suche nach einem Schatz. Einem Schatz, sagst du? Er sucht wohl nach den Sternjuwelen. Sternförmige Edelsteine, so sagt man. Ich versuche gerade etwas über die Steine herauszufinden, aber ich vermute, sie sind ziemlich wertvoll. Sternjuwelen. Die sollte ich mir krallen, wenn ich sie zur Weltherrschaft verhelfen könnte. Halt mich über den Fortschritt der Untersuchung auf den Laufenden. Sehr wohl. Verlasst euch auf mich. Euer Vollschlankheit. Mögt ihr eigentlich Rührei? Geht. Ich liebe Rühreier, aber warum fragst du? Nun, die Landschaft im Feuerfall ist einfach unvergleichlich schön. Und da dachte ich, wir könnten dort alles so ein Picknick machen. Es wäre mir eine Ehre, auch euch dazu begrüßen zu dürfen, eurer Maßlosigkeit. Dumpfnuss! Das ist nicht die Situation für ein Picknick! Mit solchen Untergebenen werde ich nie die Weltherrschaft erlangen. Aber beruhigt euch doch, euer Reizhaftigkeit! Hör mal, Carmack. Hätte ich auch gerne gesehen, wie Bowser einfach mal ein Picknick veranstaltet, oder? Was? Was ist denn? Was? Ist es wahr? Euer Jähzornigkeit, es ist etwas Furchtbares passiert. Prinzessin Peach ist in Rohlingen entführt worden. Was? Bist du ganz sicher? Wer wagt es? Oh, diese Rohlinge. Einzelheiten sind mir noch nicht bekannt, aber meine Untergebenen führen im Augenblick genau Untersuchungen durch. Sicher ist jedenfalls, dass Prinzessin Peach entführt wurde. Prinzessin Peach über meinen Kopf hinweg zu entführen? Niemals unter keinen Umständen kann ich so etwas zulassen. Wir müssen sofort los, auf nach Rohling. Wir müssen Peach retten. Ja, retten, um sie wieder entführen zu können. Da die Clownskutsche. Ich kann das erklären. Da. Euer Waghalsigkeit, so wartet doch. Beachte das nicht weiter. Es gibt halt Momente im Leben. Schon gut. So. Ja, dann speichern wir am besten nochmal, denn zwischen dem letzten war eigentlich jetzt nur diese Bowser-Passage. Aber ist in Ordnung. Wir speichern uns. Alles wund. It's me, Bowser. Und dann bin ich wieder weg. Ja, Mario und Koopio haben ja Koopios Vater gerettet. Aus Burg Logard. Und jetzt sind wir wieder zurück. Und ich überlege, wie die Stimme von deinem Vater war. Koopio, du willst also mit Mario auf Wanderschaft gehen? Ja, Vater. Ich will mit Mario zusammen dieses Abenteuer fortsetzen.
Und ich will ein starker Koopa werden, so wie du, Vater. Gut gesprochen. Du bist eben ganz mein Sohn. Vergiss nur eins nicht. Du bist mein Sohn Koopio und ich bin dein Vater. Koopio, ich werde auf dich warten. Ich werde warten, bis du als gereifter Koopa zu mir zurückkehrst. Und denk daran, du kannst immer hierher kommen, wenn du etwas brauchst. Nur keine falsche Bescheidenheit. Schließlich ist dieses Dorf deine Heimat. Danke, vielen Dank. Aber jetzt müssen wir los, das Abenteuer ruft. Ich bin soweit, Mario. Wohin geht die Reise? Lass uns zunächst einmal nach Rolingen zurück. Erinnerst du dich, Mario? Hast du die magische Karte, so musst du sie vor dem Äonentor entfalten. Dann wird das Sternlicht dir zeigen, wo das Sternjuwel zu finden ist. Es gibt noch eine Fortsetzung zu diesem Spruch. Ein Juwel zeigt dir den Weg zum nächsten Sternjuwel. So ist es überliefert. Wenn wir also mit dem Sternjuwel zum großen Tor zurückgehen, werden wir dann auf der magischen Karte sehen, wo das nächste Sternjuwel ist? Ja, das muss es sein. Los, lass uns gehen. Tschubum. Alles klar, was macht Toddy eigentlich hier? Was? Logat hast du auch besiegt? Typisch Mario, einfach umwerfend. So, ein paar Sachen darf ich nicht vergessen. Mit meiner neuen Fähigkeit, die wir bekommen haben, mit dem Fluch, können wir zum Beispiel diesen Orden uns krallen. Da sage ich erstmal Dankeschön. Und dann gehen wir mal... Erstmal will ich jetzt mal gucken, ob ich mal in die Richtung... Warte, ich will mal ganz kurz einen Blick tätigen. Hier kann ich noch Kämpfe bestreiten. Dachte ich mir zumindest. Doch, kann ich noch. Die sind wichtig für Sternpunkte, also kämpfe ich ein bisschen. Was ist los, Mario? Du zitterst ja. Musst du mal etwa für kleine Klempner? Mario World Musik, das ist so wunderschön, hatten wir ja schon mal. Ein DS-ähnliches Gerät? Achso, eine Mail, aber von wem? Lieber Mario, ich hoffe, diese Mail erreicht dich auch. Finstere Gestalten haben mich entführt und halten mich fest. Ich weiß nicht, wo sich ihr Versteck befindet. Meine Bewacher sind wohl hinter der Karte her, die ich dir geschickt habe. Mithilfe dieser Karte wollen sie sich anscheinend die Sternjuwelen aneignen. Ich weiß nicht, was diese Leute planen, aber ich habe ein übles Gefühl. Mario, die Sternjuwelen dürfen diesen Typen nicht in die Hände fallen. Sie wissen schon, dass du die Karte hast. Pass also gut auf dich auf. Um mich macht er mal keine Sorgen. Peach? Das ist doch eine Mail von Peach. Also geht es Peach gut. Puh. Aber dass die Entführer der Prinzessin auch hinter den Sternjuwelen her sind? Ende des Satzes. So. Da habe ich einen Noob nicht getroffen, aber das ist kein Problem. Ach, wisst ihr was? Eine gediegene Blume wird das erledigen. Ja, ihr seht schon, ich habe ein bisschen offscreen trainiert, aber da könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob das überhaupt sinnvoll ist. Weil ich habe gemerkt, die Gegner respawnen doch immer wieder. Ich war am Irrglauben. Hab jetzt, wie ihr sehen könnt, ein paar Sternpunkte geholt, ein paar Münzen und auch zwei Hartpanzer, also Items, indem ich die ganzen Gegner besiegt habe. Aber ja, vor allen Dingen diese ganz schwachen Gegner bringen ja wohl so gut wie keine Sternpunkte. Und deswegen empfiehlt es sich wohl auf Dauer nicht, die immer in die Knie zwingen zu wollen. Die hier zum Beispiel werden auch nur zwei bringen, deswegen keine große Theatralik an der Stelle. Und schon sind sie auch weg, ne? Es geht doch mal ratzefatzi hier. Gut. Ne, da echt mal eure Meinung, wie ich das am besten machen soll mit dem Offscreen-Training. Ich meine, man bekommt Sternpunkte. Das ist ja das, was mich so ein bisschen überlegen lässt. Man bekommt trotzdem Sternpunkte und ich könnte mir theoretisch ja mich ins Unendliche leveln, oder? Spricht irgendwas dagegen? Das dauert halt nur gefühlte Jahrhunderte. Aber es ginge. Das ist wie wenn ein Pokémon auf Route 1 bis auf Level 100 trainierst. So stelle ich mir das vor, oder? Und deswegen machen wir es nicht. Aber gleich haben wir die 100 voll und kriegen wieder Fähigkeiten. Ich glaube, als nächstes werde ich dann doch wirklich den Orden-Dingsbums anlegen, damit ich möglichst viele Orden tragen kann. Wenn diese beiden Halunken erledigt sind. Da sind mir doch tatsächlich Zuschauer abgehauen. Sensationell. Ich muss mehr Stunts machen. Und ich schaff's noch nicht mehr, ihn richtig zu besiegen. Dann macht die Bühne das eben. Ist kein Problem. Helm, ja gut, aber das fand ich unterhaltsamer, als wie das Stunts auszuführen. Die Bühne gibt ihn dem Rest.
Level up! Die KP haben wir ja schon einmal aufgefüllt. Blütenpunkte wäre auch nicht verkehrt, aber später jetzt wirklich mal die Orden. Naja, die sind am Anfang doch recht wichtig. Also her damit, komplett geheilt werden wir sowieso und ich setze meine Reise fort. Wir wollen schließlich in die Katakomben. Da haben wir ja die wunderschöne besagte Burg, ne? Das waren Zeiten, als wir da noch drin waren, was? Ach, das ist ja schon. Wollen wir überlegen, was hat's mit dieser Röhre auf sich? Aber wir sind an Ort und Stelle, gell? Warte noch ganz kurz auf die Plattform und dann kannst du weitergehen. Auch hier gibt es einige neue Sachen zu erkunden, sag ich mal. Ach, Gumbrina, was schaffst du denn? Was machen wir mit dem Lappen denn jetzt, ne? Darf da ganz kurz auch noch dran glauben? Es sind ja nur zwei Hammerschläge und der Gumba ist rasiert. Stumm. Das sind echt Kämpfe, die brauchen wir gar nicht mal rausschneiden, weil es einfach ruckzuck Vergangenheit sind. Über diesen Kampf wird man in der Nachwelt noch berichten können. Ja. Verhaltener Applaus an der Stelle. So, nee, zum einen können wir jetzt mal hier rein. Das gucken wir uns ganz kurz mal an. Da. Im Hintergrund. Und fast wäre ich runtergefallen. Weil man hier hinten auch total langsam läuft. Aber es sei wie es sei, Haferbrei. Wen haben wir hier? Hallo du. Geht's dir gut? Traurig oder frohgemut? Süße Melli, man mich nennt. Keine hübschere man kennt. Großen Zauber ich vermag. Aber nichts umsonst, ich sag. Das Glück war hold dir sehr. Hat dich gebracht hierher. Mein Zauber dir sehr helfen kann. Doch keiner weiß, ob oder wann. Nun, willst du es wagen und hören, was die Karten sagen? Habe ich falsch vorgelesen, hat sich trotzdem gereimt. Hervorragend, genial. Auf welchen Spruch fällt deine Wahl? Am besten der mit der höchsten Zahl. Das ist die Wahl der Qual. Ja, die helfen immer mal wieder in den Kämpfen und es ist auch ratsam, den teuersten zu nehmen. Zumal ich jetzt auch einiges an Münzen an Land gezogen habe, also da sind wir mal nicht geizig. So denn, wir sind bereit und jetzt ist es soweit. Abracadabra, was auch immer, Tamala. Ein Würfel. Ein Cube. Ein Gamecube. Nein, nicht ganz, die sehen anders aus. Das Witzige an einem Gamecube ist ja, dass er überhaupt kein Quadrat ist, ne? Erst wenn er einen Gameboy-Player anhat, dann ist er irgendwie so gut wie quadratisch, aber sonst ist er eher rechteckig. Oder wie man dazu sagt. Naja. Ich bin mir sicher, vor meiner Macht nehmen sich deine Gegner in Acht. Selbst wilde Bestien werden weichen, beim Anblick meines Zaubers erbleichen. Also gut, bis später dann. Wir sehen uns wieder. Irgendwann. Oh, reimt sich sogar und es war, sagt mein Nachbar. Ah, dass die alten Hexen auch immer wieder alle reimen müssen, nicht wahr? Mein Lieblingsspiel ist und bleibt Banjo-Kazooie. So. Raub. Gut, weiter da haben wir ja nichts verloren, oder? Dann, ja, ich verwechsel an der Stelle immer Y und X. Nee, da sind wir hergekommen. Ich dachte, es... Da oben? Wüsste ich jetzt auch noch nicht. Moment. Ja, nee, doch. Vielleicht. Wie gehen wir hier lang? Meine Orientierung verlässt mich irgendwie. Und ich weiß nicht, warum. Wir müssen zum Äonentor. Ja, auch da wären wir ohne weiteres hingekommen. Ohne die Plattform da. Oder wir machen es halt mal so. Können wir dann gleich mal gucken. Und in die Hände spucken. Ah, schöne Gegend hier. Nee, im Moment habe ich kein Bedürfnis, mich hier weiter umzuschauen. Jetzt nicht, Freunde. Wir kommen erstmal zum Geschäftlichen, wenn keiner was dagegen hat. Ah, das kommt mir doch bekannt vor. Was wollt ihr denn? Dass sie auch keine Ruhe geben, ne?
Tschubum, tschubum. Au, Mann! Ich bin sogar ausgewichen. Wie krass ist das? Ich Blindfisch, bin auf dem Weg. Wow, ein ganzer Sternpunkt. Stand da echt noch die Mehrzahl Punkte? Wird mich nicht wundern. Also ihr seht, wir können uns hier echt mal ein bisschen herumschlagen, aber ob das im Moment ratsam ist, ist die gute Frage. Alles zugegebener Zeit, würde ich sagen. Alles zugegebener Zeit. Aber eine Sache habe ich schon im Hinterkopf. Da müssen wir nur erstmal zum Depp. Ion-Tor gelangen. Das ist auch nicht weit weg. Und tschüss, Mann. Ja, kurzer Prozess muss auch mal sein. So, da oben haben wir den Fluch bekommen. Wenn wir da jetzt rüber jumpen mit unserer Papierfliegerfähigkeit, sind wir auch schon wieder am Ionentor. Aber eins nach dem anderen, Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung, meine Papierfreunde. Denn hier möchte ich mal ganz kurz entlang dackeln, wenn keiner was dagegen hat. Tschubum. Es geht hoch. Und weit. Paper Mario ist bereit. War relativ knapp, an für sich. Ne, ich will erstmal nur noch hoch da. Für diese Insignie kann man doch mal bringen. Jetzt aber erstmal auf das Podest. Das gibt uns jetzt am besten den Rest. Ich höre schon auf. Also Mario, halte das Sternjuwel hoch. Bam! Die Macht mal sei mit dir. Da ist das Ding. Ja, jetzt wird auf der Stern, also auf der Karte wieder eingetragen, wo sich das nächste Sternjuwel befindet. Ja, wir haben es ja schon mehr oder weniger mitbekommen, ne? Mr. Crucius hat da was gelabert vom Wunderwald. Müssen wir da etwa als nächstes hin? Werfen wir nochmal einen Blick drauf. Ganz oben rechts das Schloss, da waren wir schon. Jetzt in der Mitte. Mach's noch grün? Nicht? Dann nicht. Aber das Sternjuwel, das wird grün sein. Special Effects vom Feinsten! Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Sieh nur, Mario, da steht, wo das nächste Sternjuwel ist. Aber, also ich kann es nicht lesen. Aber Professor Gumbart kann es bestimmt entziffern. Ja, und damit wieder zurück zum guten alten Gumbart. Immer wieder ist das der Anhaltspunkt. Und da gehen wir auch hin und reden mit ihm im nächsten Part, den ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Also, Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin freue ich mich über einen Daumen hoch und sage bis dann und ciao.